Gesundheitspolitik ist eine verzwickte Sache. Und wenn es um Spitalstandort geht, dann wird es erst recht komplex. Die Mehrzweckhalle zu Wallenstadt war auf jeden Fall voll. Das Interesse riesig. Diskussionskultur aber hervorragend. Ein richtiger Austausch, ein Ringen nach Lösungen, eine Suche nach einer demokratischen Lösung in einem schwierigen Rädliwerk von wichtigen Zusammenhängen. Ein Austausch auf Augenhöhe. Die vorne, die informiert haben über das, was sie ausbrütet, und die gekommen sind, um Infos überzukommen und Fragen zu stellen. Moderiert hat der Philipp Landmark. Guten Abend miteinander, herzlich willkommen zu dieser Informationsveranstaltung. Ziel des heutigen Abends ist, Ihnen aufzuzeigen, wieso überhaupt wieder eine Spitaldiskussion am Laufen ist, was bei dieser Diskussion die entscheidenden Faktoren sind, wer wenn was entscheidet und wer auch was nicht entscheidet. Und dann vor allem gibt es Gelegenheit auch zum Fragen stellen. Anfangen mit den Informationen tut jetzt Heidi Hanselmann. Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Windmühlen, die anderen Mauern. Wir wissen, der Wind vom Wandel, vor allem die Schnelligkeit von dem Wandel, der prägt eigentlich unsere Zeit sehr, sehr stark. In ganz verschiedenen Gesellschafts- und Lebensbereichen erfahren wir den Wind vom Wandel mächtig. Und er bläst mächtig auch im Gesundheitswesen. Das ist unübersehbar und unüberfühlbar. Und ich kann Ihnen sagen, die Situation, die wir jetzt haben und wo wir drin stehen, die haben wir uns alle so auch nicht gewünscht. Es ist kein St. Gallisches Problem. Es ist ein schweizweites Problem. Sie kennen die Schlagzeilen, die man auch wöchentlich liest, Land auf, Land ab. Über die ganze Schweiz sagen Freiburg, Bern, Zürich, Aargau, Basel-Stadt, Appenzell, Ausserrhoden, Graubünden, Fürstentum, Liechtenstein. Und solche Schlagzeilen, es ist klar, die werfen Fragen auf. Sie verunsichern, wecken Unverständnis, wecken auch Ärger. Und die Gefühle, geschätzte Damen und Herren, die Gefühle, die teile ich mit Ihnen. Es ist wirklich ein mächtiger Wind vom Wandel, der da weht. Und darum sind wir heute auch alle da vom Lenkungsausschuss, weil die Spitalpolitik nicht einfach von uns gemacht wird, sondern weil die Spitalpolitik von uns allen gemacht wird. Das ist Demokratie in der Schweiz und die wollen wir so auch leben und darum wollen wir auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Am Anfang möchte ich Ihnen aufzeigen, was hat sich denn vor allem jetzt, vor allem in den letzten paar Jahren, in den letzten vier Jahren so stark verändert und wieso sind die Spitäler schweizweit in dieser Situation, dass sie Probleme haben, dass man immer wieder liest, dass sie Defizit schreiben. Zum einen hat der Bundesrat in den letzten vier Jahren zweimal ins Vergütungssystem der ambulanten Behandlungen eingegriffen. Das heisst, dass die Ärzte und Spitäler eben weniger Geld für die gleiche Behandlung bekommen. Der Verwaltungsrat rechnet damit mit etwa 15 bis 25 Millionen Ausfall, also Gelder, die noch weniger kann einnehmen kann. Und weil in unserem Kanton St. Gallen der Vergütungstarif im ambulanten Bereich schweizweit gesehen der zweittiefste ist, also wir können es anders sagen, wir können sagen, in 23 Kantonen kommt man für die Gleichbehandlung kommt man mehr Geld über, trifft es in unserem Kanton die Spitäler eben auch härter. Als Beispiel im Kanton St. Gallen ist der Vergütungstarif bei 83 Rappen angesetzt. Im schweizweiten Durchschnitt ist er bei 89 Rappen. Appenzell-Ausserrhoden hat 85 Rappen, Appenzell-Innerrhoden 86 Rappen. Das ist unterschiedlich. Die Spitäler kommen für bestimmte Behandlungen. 2012 hat es eine Änderung im ganzen Finanzierungssystem gegeben. Früher war es so, dass jeder Kanton ein eigenes Finanzierungssystem für die Spitäler hatte. Seit 2012 ist das anders. Es ist schweizweit gleich. Man wollte mehr Wettbewerb unter den Spitälern.
Und dortmal hat man gesagt, dass man bei den Behandlungen kostendeckende Tarife bekommen muss. Und das ist immer noch nicht gelungen, dass das bei komplexen Fällen eben auch der Fall kann sein. Dann hat dieses Jahr der Bundesrat entschieden, dass auf den 1. Januar 2019 in 6 Behandlungsbereichen, dass die nicht mehr dürfen stationär gemacht werden, sondern dass die sollen ambulant durchgeführt werden. Das ist für das gesamte System gut. Es kommt günstiger für das gesamte System. Und weil man medizinischen, technischen Fortschritt hat, kann man auch mehr ambulant machen. Aber für die Spitäler heisst das, dass sie auch da weniger Geld überkommen. Dann haben wir den Punkt, dass es immer schwieriger wird, auch genügend Fachleute zu finden, weil der medizinisch-technische Fortschritt zu immer mehr Spezialisierung führen tut. Aber da darf ich auch sagen, dass der Kanton St. Gallen dadurch, dass wenn man auf die sogenannte Spitalliste möchte, muss man eine Anzahl Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen und da greift in unserem Kanton. Die Spitäler bildet im Bereich der Pflege genügend Leute aus, aber wir haben zu wenig Leute im Bereich der Spitex und der Langzeitpflege. Und auch mit dem Medical Master wollen wir da natürlich Abhilfe schaffen. Dann kommt dazu, dass der Kanton am 1. Januar 2017 den Spitälern die Immobilien übergeben hat. Und das heisst, dass die Spitäler für alle Investitionen selber aufkommen müssen. Also der Kanton ist für das nicht mehr verantwortlich. Und darum müssen die Spitäler jetzt alle Investitionen oder Instandhaltung oder eben auch das Know-how vom Baufachexperten selber zur Verfügung stellen und da auch zahlen. Also der Kanton finanziert die von der Stimmbevölkerung gut geheissenen Projekte nicht mit Enfants perdu-Beiträgen, wie er es beispielsweise bei der geriatrischen Klinik gemacht hat. Er stellt einfach Darlehen zur Verfügung, wo die Spitäler mit Zins, also verzinslich, müssen zurückzahlen. Das sind Veränderungen, das sind alles Veränderungen, die halt bei den Einnahmen bei den Spitälern zu Buche schlagen. Und darum hat der Spitalverwaltungsrat auch ein Grobkonzept erarbeitet, wo er der Regierung unterbreitet hat, wo er will aufzeigen, wie dass er die schwierige Situation, die finanzielle schwierige Situation will bewältigen, will angehen. Es ist ein Grobkonzept. Die Regierung hat das entgegengenommen. Anerkennt auch die schwierige Situation, wo die Spitäler drin stehen, hat aber einen Haufen Fragen zu dem Grobkonzept. Und darum hat sie auch noch nichts entschieden, sondern den Lenkungsausschuss ins Leben gerufen und einen Projektauftrag formuliert, wo man aus gesamtkantonaler Sicht und ganz differenziert die Situation anschaut, wo die vielen Fragen, die die Politik hat, die die Regierung hat, die ihren Gemeinderat hat, die Talgemeinschaft hat, die ebenfalls anhand eines Briefs bei uns eingegangen ist, wo man all diese Fragen beantwortet. Und ich kann Ihnen sagen, geschätzte Damen und Herren, es sind hunderte von Fragen. Es ist ein riesiger Fragenkatalog, wo wir jetzt in Themenfelder zusammengefasst haben und die Fragen wollen bearbeiten und natürlich auch beantworten. Das ist unsere Aufgabe und der Projektauftrag, der sieht so aus, den möchte ich Ihnen einfach kurz aufzeigen, dass Sie sehen, dass aus einer Gesamtsicht das Ganze jetzt angeschaut wird. Der Verwaltungsrat ist bei dem Teilprojekt 3, tut er ein Detailkonzept erarbeiten, tut aufzeigen, wie er die Situation anpacken will.
Im Teilprojekt 4 gibt es alternative Vorschläge zu den verschiedenen Spitalstandorten, ob jetzt mit stationären Betten oder wie das denn die Ausgestaltung aussieht. Das wird parallel dazu von einer anderen Gruppierung ebenfalls erarbeitet. Ich darf jetzt für den weiteren Part Felix Sennhauser, dem Verwaltungsratspräsident, das Wort übergeben. Er wird aufzeigen, was eben die Auswirkungen auch im Spital 1:1 kann bedeuten. Nehmen wir mal das Beispiel, Sie haben einen akuten Krankheitsfall, Verdacht auf Lungenentzündung, Sie sind gestürzt und haben sich verletzt. Dann gehen Sie zum Hausarzt, der beurteilt Sie, man sagt dem eine Triage, er kann vielleicht das abschließend behandeln. Er ist sich nicht sicher, schickt Sie vielleicht weiter zu einem niedergelassenen Kollegen, Spezialist, der weiterführende Abklärungen macht. Alles ambulant mit niedergelassenen Praxen. Oder Sie stürzen so schwer, dass Sie einen akuten, dringlichen Notfall darstellen. Dann rufen Sie 144 an. Dann wären Sie auch mit der Neustrukturierung, an dem ändern wir kein Jota innerhalb von 15 Minuten in praktisch allen Abschnitten vom Kanton abgeholt, erst dort beurteilt und dort wird auch wieder entschieden, in welche Richtung geht die Verletzung, wo ist der Behandlungsbedarf am besten abdeckt. Wenn Sie es beim Hausarzt machen und der Hausarzt sagt, Sie müssen ins Spital, dann überlegt er sich mit Ihnen zusammen, wo kommen Sie wohl die beste Behandlung über und dorthin wird er euch zuweisen. Immer mit dem Ziel, möglichst dort zu landen, wo das Angebot für euch spezifisch, individuelle Situation am besten ist. Das wird sich nicht ändern. Der hausärztliche Notfallbetrieb, der hausärztliche Triagebetrieb, die hausärztliche Versorgung wird sogar an Bedeutung gewinnen. Dort schrübeln wir nicht. Behandlung natürlich mit dem Ziel von Heilung, damit sie wieder zurück in den gesunden Alltag können. Das vielleicht einmal der Grundsatz. Also vieles nochmal wird ambulant abgehandelt, ein Teil geht ins Spital und in welches Spital entscheidet Sie mit dem zuweisenden Arzt, wo es am besten versorgt wird. Ich bringe ein Beispiel. Eine 72-jährige Frau, das ist ein Name, der jetzt nicht zutrifft, sie hat einen Schenkelhalsbruch, sie ist jetzt gestürzt bei dem Wetter mit Laub am Boden, nass. Ist aber als Patientin vorher schon in hausärztlicher und spezialärztlicher ambulanter Betreuung wegen einer Zuckerkrankheit, einem Diabetes und wegen einem hartnäckigen hohen Blutdruck mit Risiko für Herzinfarkt. Sie ist jetzt gestürzt und hat das. Je nachdem, wie die Situation beurteilt wird, geht der Hausarzt vor Ort, beurteilt es und schickt sie dorthin, wo er das Gefühl hat, wo hat der Chirurg, wo den Schenkel-Halsbruch am besten betreuen und versorgen kann. Wo hat es allenfalls auch Spezialisten für den Diabetes, für den Bluthochdruck, wo man vielleicht zuerst muss behandeln muss, bevor man kann operieren kann, damit es nicht zu Komplikationen kommt. Also da bereits eine erste Frage, wo sind welche Spezialisten rund um die Uhr vorhanden, um die Patientin umfassend, ganzheitlich zu betreuen. Nehmen wir an, sie wird nachher operiert, von mehreren Spezialistinnen und Spezialisten betreut, dann ist, wenn das unter Kontrolle ist, der Bruch, der Schenkel-Halsbruch, das Entscheidende. Wenn das eine Entlassung möglich macht, dann muss man nicht im Spital bleiben für weiterführende Einstellung von Zucker und vom Blutdruck. Man sagt immer, ja, Chirurgie ist teuer. Ich möchte Ihnen zeigen, wie auch die nicht chirurgischen Fälle, wo man nicht operieren muss, Frau Hanselmann hat es euch angesprochen, heute mit dem Tarif für Spitäler nicht mehr kostendeckend betreut werden. Da Beispiel, das sind Beispiele, die in Wallenstadt heute betreut werden können, mit hoher Qualität, hoher Sicherheit. Infektionen und Entzündungen von den Atmungsorganen, das kann eine schwere Bronchitis sein, eine Lungenentzündung sein. Das kann ein Infekt von den Harnorganen sein, eine Nierenbeckenentzündung beispielsweise. Das kann man perfekt heute im Spital Wallenstadt betreuen. Aber, ihr seht, es kostet 7'500,
bekommen durch das Spital für die Betreuung etwa 6'000. Macht jeden Fall, der so betreut wird mit dieser Diagnose, einen Verlust von 1'500 Franken. Man kann heute schon sagen, in der allgemeinen Versicherung kann man heute ein Spital nur defizitär betreiben. Ohne Privatpatienten, die es querfinanzieren, kann ein Spital mit allgemeinversicherten Patienten mit dem heutigen Tarif nur negative Abschlüsse machen. Ein Desaster für die Spitäler. Kommen wir zurück auf Allenstadt. Schauen wir mal, wo wären Patienten aus dem Wahlkreis Sarganserland schlussendlich im Spital. Es geht hier jetzt um die Spitalbetreuung. Und ihr seht, etwa 50% kommen ins Spital Wallenstadt aus dem Sarganserland. Der Rest geht in andere Spitäler außerhalb vom Kanton St. Gallen. Andere gehen ins Kanti auf St. Gallen und so weiter. Was heisst das? Wir sind jetzt schon, das zeigt das sehr schön, in einer kantonalen, zum Teil auch überregionalen Vernetzung, wenn man dort hergeht, wo die Versorgung gut gesichert für eine spezifische Fragestellung vorhanden ist. Also 50% aus dem Sarganserland kommen ins Spital Wallenstadt. Wenn man jetzt mal anschaut, von den Patienten, die dann im Spital Wallenstadt betreut werden, stationär, also mit Übernachtung im Spital, dann kommen etwa 80% aus dem Sarganserland. Und auch hier wieder andere von anderen Kantonen und zum Teil aus anderen Regionen aus dem Kanton. Das sind für uns alles Analysen, die wir im Verwaltungsrat gemacht haben, noch weiterführend machen, um sicherzustellen, was immer mehr verändert, soll eure Versorgung nicht gefährden, sondern auch in Zukunft sicher und qualitativ in guter Qualität ermöglicht werden. Für das machen wir die Analyse. Stationär, also mit Übernachtungen, sehen wir, dass in den letzten 5 Jahren, 2017 ab 12, oder in den letzten 5 Jahren, sehen wir, dass es 13% weniger stationäre Betreuung braucht. Das zeigt sehr schön, wie dank dem medizinischen Fortschritt immer mehr ambulant, ohne Übernachtung im Spital, beim Kinderarzt, beim Jugendmediziner, beim Hausarzt, beim Spezialist in der freien Praxis ambulant betreut werden, wo nicht ins Spital müssen. Und das sieht man dann auch, die ambulanten Patienten im Spital Wallenstadt in den letzten 5 Jahren, seit 2012, 7% mehr. Das zeigt sehr schön, also wir müssen uns ausrichten, dass wir den Möglichkeiten medizinischem Fortschritt, technologischer Innovation, all diese Geschichten, nebst den Tariffragen, auch medizinisch, fachlich begründet, immer mehr können dieser ambulanten Versorgungsqualität mit entsprechenden Strukturen entgegenkommen. Patienten im Spital Wallenstadt über die letzten Jahre immer etwa gleich viel und immer etwa gleich lang, das wechselt. Je nach Patientenzusammensetzung haben wir sehr viele schwere Fälle, die lang bleiben, wird es ein bisschen länger dauern, gibt es vielleicht ein bisschen mehr Pflegetage, aber über die letzten Jahre, über die letzten 5 Jahre immer etwa gleich viel. Da sehen wir keinen Trend. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Notfallversorgung. Das ist uns im Verwaltungsrat ganz ein hohes, prioritäres Anliegen, dass im Notfall ihr das überkommt, was ihr braucht, was ihr verdient, jederzeit und überall. Das heisst, in der ambulanten Grundversorgung mit Hausärzt, Niedergelassenenärzt auf der einen Seite oder mit Ambulatorien auf der anderen Seite. Ganz eine entscheidende Geschichte, um dort die Weiche richtig zu stellen, und zwar sofort. Aber der Kost. Ich habe mir einmal zusammengestellt, in den letzten, also im 2017 sind die Zahlen, am Wochentag zwischen Nacht um 11 bis morgen um 7 Uhr sind es im Durchschnitt 2 Patienten, die in Notfall gehen. Das heisst ja nicht, dass sie im Spital bleiben müssen. Und am Wochenende sind es 2,5 Patienten im Durchschnitt pro Nacht zwischen 11 und morgen um 7 Uhr. Was heisst das? Wir haben keinen Tarif, der grundsätzlich Kosten deckt. Aber das braucht Personal.
Das braucht Ärztinnen, Ärzte, das braucht Pflegepersonal, allenfalls eine Röntgenuntersuchung, eine Röntgenassistentin, jemand im Labor, jemand allenfalls Empfang. Das sind Kosten, wie sagt den sogenannten Vorhalteleistungen, die mit diesen Frequenzen zu Nacht nie können kostendeckend gerechtfertigt werden. Also da braucht es auch neue Modelle, wie stellen wir sicher, dass jederzeit sinnvoll Notfallversorgung sichergestellt ist. Ich bringe Ihnen hier den Abschnitt von der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland von den letzten Jahren ab 2012. Und ihr seht, die Säulen zeigen das Ergebnis im Abschluss, im Jahresabschluss. Da haben wir mal 4,5 Millionen, da eine Million, da eine Million, da etwa 5 Millionen. Das war im 17. gewesen, etwa 2 Millionen. Und das Jahr erwarten wir, geht weiter oben runter, noch genau 71'000 Franken. Also praktisch nichts mehr. Wir bräuchten aber pro Jahr einige Millionen, jetzt schon, und wenn wir den Neubau hätten, erst recht, um Abschreibungen machen, Verzinsung, die Darlehen rechtfertigen und zurückzahlen, einige Millionen, die wir mit der jetzigen Situation nicht herbringen. Und in dem Hintergrund sind wir verpflichtet gewesen, wir haben unsere Verantwortung müssen wahrnehmen, die Regierung aufmerksam zu machen, irgendetwas müssen wir ändern, zugunsten von unseren Spitälern, zugunsten von eurer Versorgung. So laufen wir irgendwo in Schwierigkeiten hinein. Das war der Grund gewesen, dass wir letztes Jahr vorbesprochen haben und dieses Jahr an die Regierung sind. Jetzt müssen wir das Projekt starten und das machen wir jetzt, die Regierung und der Verwaltungsrat miteinander, um eine Lösung zu suchen, die zielführend ist. Wir müssen also heute, jetzt miteinander ins Gespräch kommen, miteinander Lösungen erarbeiten, die suchen. Ich kann euch sagen, das ist eine schwierige Aufgabe, die wir uns gestellt haben, damit wir morgen, wie heute, eine Notfallversorgung, eine qualitative und sichere Versorgung für unsere Bevölkerung im ganzen Kanton können sicherstellen. Für euch vielleicht jetzt von Bedeutung ist Alters- und Pflegeheim, wo wir ja grossmehrheitlich befürwortet haben. Wir haben vor 2 Wochen, Herr Umberg, glaube ich, ist das schon wieder her, uns mit dem Verwaltungsrat getroffen von RivaCare AG, um da miteinander im Gespräch eine Lösung zu finden, die dann für Wallenstadt mit Blick auf das neue Alters- und Pflegeheim auch wieder stimmt in der medizinischen Versorgung. Ein gutes Gespräch, wo wir auch dranbleiben, ein gutes Angebot in Wallenstadt sicherzustellen. Ich fasse zusammen. Der Verwaltungsrat hat die medizinischen, fachlichen Herausforderungen. Sie haben es gehört von der Frau Regierungsrätin. Der medizinische Fortschritt, die technologische Entwicklung, wo man minimalinvasiv etwas machen kann, eine Gallenblasenoperation durch natürliche Zugänge, bei der Frau überscheiden, bei dem Mann allenfalls auch über den Nabel, mit minimalinvasiven Methoden. Kurzaufenthalt, keine Komplikationen, rasch wieder daheim. Braucht weniger Bett, weil man weniger lange im Spital muss bleiben. Also der medizinische Fortschritt ist für uns in den Spitälern eine wichtige Treibkraft, etwas müssen zu verändern. Selbstverständlich muss es auch finanziell tragbar sein. Und das ist natürlich dann der Auslöser gewesen, dass man sagt, aber jetzt pressiert es, weil wir sind ja am Schluss auch verpflichtet, am Eigner, am Kanton gegenüber, nicht Defizit zu schreiben. Wir nehmen das an unsere Verantwortung wahr, mehr nicht. Das ist unsere Pflicht für jedes Unternehmen, jeden Betrieb. Wir kennen eure Erwartungen. Wir gehen nicht zuletzt mit euch ins Gespräch, wir gehen mit Niederklassen ins Gespräch, mit Gemeinderäten ins Gespräch und möglichst, und das wird sehr unterschiedlich ausfallen, in welcher Region denn welche Lösung zielführend ist. Das Anliegen auch vom Verwaltungsrat, die bestmögliche Lösung zu finden. Und das ist jetzt vor allem für die Zuweisenden ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, wir haben gehört, die Notfallversorgung, die Ambulante, ist eine Frage, wo wir mit den niedergelassenen Lösungen finden, wo beide sich einbringen und die beste Variante dann schlussendlich umsetzen kann. Ein Punkt noch von den Mitarbeitenden in den Spitälern. Wir sind uns bewusst, das ist im Moment für uns in den Spitälern eine schwierige Phase, wo man nicht weiss, wo es hergeht. Wo ist meine Zukunft beruflich? Auch da suchen wir mit den Mitarbeitenden selbstverständlich den Lösungen. Wir sind noch so froh,
haben wir denn Leute für welche Varianten in der Umsetzung verfügbar im Kanton? Sei es pflegerisch, sei es ärztlich. Patienten sind da. Patienten nehmen nicht ab. Die Frage ist, wie versorgen wir es? Und für das braucht es auch in Zukunft Kompetenz, gesichertes Personal. Wir haben gehört, mit der Spezialisierung eher mehr. Schwierig, die zu finden. Auch das eine Herausforderung. Ja, geschätzte Damen und Herren, es freut mich, dass ich Ihnen ein paar Überlegungen hier präsentieren zu den finanziellen Zusammenhängen, wo heute das Spitalwesen, das Gesundheitswesen in der Schweiz kennt. Man kann vielleicht ganz einfach einmal davon ausgehen, wer bezahlt eigentlich die Kosten. Und die Finanzierer, ich habe in Mehrzahl gesprochen, sind im Grunde genommen zwei. Zum einen sind es Krankenversicherer, also sie als Prämienzahler. Das ist 45% von dem Kuchen, wird durch Prämien finanziert. Und der Kuchen, da ist 55%, das ist der Kanton, wo die Leistungen finanzieren tut. Also das finanzieren sie im Grunde genommen als Steuerzahlerin und als Steuerzahler. Das sind mittlerweile rund 500 Millionen Franken, wo unseren Haushalt belastet ist mit diesen Geldern. Das ist aber so, dass man natürlich nicht nur die kantonalen Spitäler finanzieren tut, sondern auch die außerkantonalen Spitäler, die auf der Spitalliste sind und Leistungen für St. Gallische Patientinnen und Patienten erbringen, aber auch private Anbieter, die auf der Spitalliste ihren Platz gefunden haben, können die finanziellen Leistungen so in Anspruch nehmen. In der neuen Spitalfinanzierung tut der Kanton den Eigner nicht einfach Defizit decken, sondern sie sind in der finanziellen Verantwortung über die Leistungsfinanzierung. Nun, die St. Galler Spitäler müssen keinen grossen Gewinn erwirtschaften. Sie müssen aber ihre Rechnungen können zahlen. Das ist ja dann auch wieder die Grundlage, um in der Zukunft qualitative, gute Leistungen können anzubieten. Es will ja niemand sich versorgen lassen in Einrichtungen, die veraltet sind, sechs baulich, sechs von den Geräten her. Wenn das passiert, dann haben wir sofort ein Qualitätsproblem. Wenn Sie ein Qualitätsproblem haben, kommen auch die Fachkräfte nicht mehr. Und dann kommen wir in eine Negativspirale, die natürlich dann wirtschaftlich nicht zu verantworten ist und eben auch qualitativ nicht zu verantworten ist. Also eine gesunde wirtschaftliche Basis der Spitalunternehmen ist nicht einfach ein Selbstzweck, sondern ist darum wichtig, dass man eben auch nachhaltig Qualität sichern kann. Nun, der Verwaltungsrat, Sie haben es gehört, vorher, hat der Regierung aufgezeigt, dass man ohne Gegenmassnahmen in ein strukturelles Defizit hineinläuft. Er hat das geschätzt auf über 70 Millionen Franken. Ich betone, das sind Planzahlen. Das ist natürlich eine Zahl, die variieren kann, die auch gegen oben gehen kann, die aber auch gegen unten gehen kann. De facto, im Klartext, haben wir ein strukturelles Defizit, wenn wir keine Gegensteuer geben mit konkreten Massnahmen. Und vor dem Hintergrund hat man das Projekt ausgelöst, um eben zu erreichen, dass die Unternehmen, die Spitäler nachhaltig gesund sind und so auch eine Zukunftsperspektive haben für die Bevölkerung in den Regionen. Seit dem 01.01.2017 gehören die Liegenschaften, aber wie auch die Bauten, das Spitalverbund. Sie wissen, wir haben ein längeres Baumoratorium gehabt und Sie wissen auch, dass Abstimmungen dazu stattgefunden haben. In Wallenstadt ist die Situation etwas anders. Da haben wir aktuell nicht eines von diesen Bauvorhaben, die wir abgestimmt haben, sondern Sie haben ein Spital gehabt, das ja aus den 80er Jahren stammt. Es ist dann gebaut worden. Es ist im 87 bezogen worden und 1989 hat man dort mal den Spitalneubau eingeweiht worden. Und Sie haben bekommen, nachdem das Baumoratorium aufgehoben worden ist, eine neue Notfallstation, die man dann auch dürfen einweihen. Sicherlich wichtig, dass man das machen konnte. Man kann sich natürlich jetzt fragen,
warum ist denn eigentlich Wallenstadt bei diesen Bauvorhaben, wo wir im 2014, wo Sie auch darüber abgestimmt haben, nicht betroffen gewesen? Da muss man zum einen mal sagen, welche Bauten haben wir denn gemacht? Ich möchte das Ihnen einfach in Erinnerung rufen. Wir hatten St. Gallen ein Bauvorhaben gehabt, Altstädte, Grabs, Uznach und Badwil. Und da Ihr Spital aus den 80er Jahren stammt, ist das hinsichtlich einem Baubedarf nicht die dringendste Massnahme gewesen. Wir haben gewisse Spitäler, die haben teilweise fast 100-jährige Gebäude, die sind in einem Sanierungsprojekt viel schlechter dran gewesen und darum hat man müssen priorisieren und man hat dann die Vorhaben gemacht, wo schlichtweg am schlechtesten dran gewesen sind, wo eben auch schon sehr alt teilweise gewesen sind und deshalb ist Wallenstadt mit einem Baukörper, der aus den 80er Jahren dran gestanden ist, eben in dieser Sanierungswelle nicht zum Zug gekommen. Sie wissen auch, dass grosse Vorhaben 2014, ein Kredit insgesamt von rund 800 Millionen. Und da kann man sich natürlich jetzt fragen, ja, jetzt haben wir ja die Bauten beschlossen und der Verwaltungsrat hat die ja jetzt bekannt gegeben, in diesem Grobkonzept, dass er insbesondere Altstädte und Wattwil gewisse Veränderungen wird vornehmen. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, werden jetzt damit Hunderte von Millionen ins Sand gesetzt? Die Situation ist so, dass von den 805 Millionen der Verwaltungsrat weiterhin zu 635 Millionen sagt, die sind richtig, an denen wollen wir festhalten und die machen wir. Aber, wie ich gesagt habe, in Altstädten und Wattwil haben wir eine Denkpause, so hat es der Verwaltungsrat angetönt. Wir haben gesagt, jetzt muss man zuerst Strategie definieren und nachher schauen, was noch ein Angebot wird sein. In diesem Zusammenhang stellt sich auch immer die Frage, wer ist denn eigentlich zuständig für solche allfällige Bauveränderungen, weil ja am Schluss hat ja das Volk darüber abgestimmt. Und da haben wir ein Gutachten machen lassen, ein Rechtsgutachten, unter anderem explizit auch von Dritten, dass wir auch hier eine Unabhängigkeit und haben das wollen anschauen, wie das ist. Und die Situation ist eigentlich die folgende, wenn der kleinere Projektänderungen können vorgenommen werden, dann ist das in der Kompetenz vom Verwaltungsrat. Wenn es grössere Projektänderungen gemacht werden, dann ist es in der Kompetenz der Regierung. Und wenn es aber eine grundlegende Änderung ist vom Projekt oder sogar allenfalls der Verzicht von einem Projekt, dann untersteht das, muss der Kantonsrat dem zustimmen. Und der Beschluss, den der Kantonsrat dann allenfalls würde treffen, der müsste, untersteht auch einem fakultativen Referendum. Das heisst, es könnte also durchaus sein, dass sogar das Volk über das müsste abstimmen, wenn man ein Projekt grundlegend verändern will. Beschlossen ist diesbezüglich nichts, wie Frau Hanselmann selber gesagt hat. Das ist jetzt Aufgabe vom Lenkungsausschuss, respektive nachher vom Kantonsrat die definitiven Entscheid zu fällen. Auch immer wieder eine Frage ist eigentlich, wer ist grundsätzlich überhaupt zuständig, wo ein Spitalstandort oder wo ein Spital steht und wer kann allenfalls eine Veränderung herbeiführen? Da ist im Gesetz klar geregelt, wer zuständig ist. Das ist nämlich der Kantonsrat. Der Kantonsrat legt fest mit einem Kantonsratsbeschluss, wo die stationären Spitaleinrichtungen stattfinden und somit ist er auch für das zuständig. Da vielleicht ganz kurz auch noch eine Darlegung, wer eigentlich was darf, weil da gibt es eine gewisse Verwirrung. Und wie ich Ihnen gesagt habe, ein Spital allenfalls schliessen könnte der Kantonsrat, weil ihm obliegt die Kompetenz über die Festlegung von Spitalstandorten. Und selbstverständlich kann das auch das Volk machen. Es kann auch durchaus sein, dass Initiativen ergriffen würde und dann wird das Volk über das müssen abstimmen. Es könnte auch ein fakultatives Referendum geben, je nach Situation. Danke vielmals, Marc Mechler. Ich habe am Anfang, geschätzte Damen und Herren, Ihnen aufgezeigt oder ausgeführt, dass wir hunderte von Fragen bekommen haben, berechtigte Fragen, wo wir auch gesagt haben, die Fragen, die müssen wir beantworten. Und da habe ich einen kurzen
Ausschnitt aus dem Fragenkatalog, dass Sie sich ein bisschen vorstellen können, was wird denn da gefragt. An jede Behandlung zahlt der Kanton, ob innerkantonal, außerkantonal, ob in einem privaten Spital oder in einem öffentlichen Spital, immer 55%. Und darum ist auch die Frage wichtig, zum Wissen, wenn man ein Spital verkleinert oder schließt, wo werden die Behandlungen sonst gemacht und was bedeutet das natürlich dann auch für die Finanzen vom Kanton. Also man muss es ganzheitlich anschauen. Wie hoch ist der volkswirtschaftliche Nutzen vom Spital in der Region? Auch da eine vielgestellte Frage. Da gibt es Kantone wie Luzern, wo beispielsweise eben eine volkswirtschaftliche Bewertung gemacht hat über die Spitäler, die auch darauf hinweist, dass ein Spital nicht nur einfach ein Kostenfaktor ist, sondern dass er eben mit Arbeitsplätzen, mit Ausbildungsplätzen, mit Zulieferern für die Region eine wichtige und eine grosse Bedeutung hat. Auch da, wenn wir anschauen, der hat beispielsweise Luzern gemacht, der hat Uri gemacht und Uri tut für das Kantonsspital beispielsweise, weil sie findet, da ist für uns wichtig, keine Miete verlangen. Also da gibt es verschiedene Varianten und die Kantone gehen ganz verschieden mit diesen Situationen um. Welche rechtlichen Vorgaben bestehen aus dem Abstimmungsergebnis von 2014? Da ist schon darauf hingewiesen worden, dass wir da, wie gesagt, auch ein Rechtsgutachten haben, dass die demokratischen Regeln sicher nicht verletzt werden. Wie gehen wir jetzt mit dem ganzen Projektauftrag weiter? Das sind drei Projektphasen, die wir aufgeleistet haben. Phase 1, die geht bis im Frühling 2019. Und die hat zum Ziel, dass man, wie gesagt, die vielen, vielen Fragen, die gestellt worden sind, auch von Ihrem Gemeinderat, von der Talgemeinschaft, dass die Fragen beantwortet werden, möglichst bald. Es gibt aber auch Fragen, die man erst in der weiteren Bearbeitung von dieser Phase 2 dann richtige Antworten kann präsentieren. Ganz, ganz wichtig, es ist auch gesagt worden, mit den niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen, wenn wir im direkten Kontakt sind, sei es in dem Teilprojekt, wo der Verwaltungsrat begleitet tut, mit dem Detailkonzept zu dem Grobkonzept, sei es aber auch zu dem Teilprojekt mit den Alternativen, die ebenfalls für die Spitäler sollen erarbeitet werden, dass man da gemeinsam mit der Ärzteschaft schauen kann, was braucht es für die Region und wie kann man sich positionieren. Phase 2, Konkretisierung von der Strategie Weiterentwicklung. Lösungsvorschläge sollen dann erarbeitet sein und werden, damit man auch sieht, welche Variante heisst was, wie sieht das aus mit den Kosten und wer müsste da wie viel auch dazu beitragen. Phase 3 bis 2020, die politische Beratung durch die Regierung und den Kantonsrat. Wir wissen, das ist für die, die betroffen sind, und das ist eine harte Herausforderung, das ist mir vollumfänglich bewusst. Und die Situation ist ganz, ganz schwierig auszuhalten, weil wir wollen die guten Leute auch behalten in unseren Spitälern. Sie leisten grosse Arbeit, sie leisten qualitativ sehr gute Arbeit. Das sieht man auch im Benchmark, wenn man die Spitäler aus dem Kanton St. Gallen, auch Spital Wallenstadt, anschaut. Da gibt es ein schweizweites Instrument, das die Spitäler da qualifizieren. Und da sind unsere Spitäler alle gut im Benchmark. Und das ist auch wichtig und richtig so. Und an dieser Stelle möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere jetzt aus dem Spital Wallenstadt, ganz, ganz herzlich danken sagen für den hohen und ganz intensiven Einsatz, den sie tagtäglich zugunsten von unseren Patienten und Patientinnen leisten tun.
Vielen Dank. Zum Schluss noch drei einfach zusammengefasste Punkte. Das Rettungswesen funktioniert unabhängig von dem Spitalstandort und da wird nicht in Frage gestellt. Das ist auch immer mal wieder eine Frage. Wir haben miteinander auch diskutiert, weil man nicht ganz verstanden hat, warum ist jetzt der Krankenwagen nicht beim Spital stationiert. Das habe ich gut verstanden, aber die Krankenwagen, sie müssen so positioniert sein, dass man in allen Regionen innerhalb von 20 Minuten in 90% vor Ort bei den Leuten ist, um zu stabilisieren. Und darum sind die Standorte jetzt schon nicht einfach bei den Spitälern. Eine moderne Medizin braucht moderne Infrastruktur. Das ist uns wichtig. Das soll für die Zukunft ebenfalls so gelten. Und die demokratischen Prozesse, die werden eingehalten. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie zugelassen haben, dass Sie sich informieren wollen. Wenn der Wind des Wandels weht, so habe ich angefangen, dann bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen. Man kann auch noch Brücken bauen und wir möchten Brücken bauen. Entschieden ist noch nichts. Und ich bin jetzt gespannt auch auf die Diskussion, die wir miteinander führen dürfen. Ganz herzlichen Dank. So, ich bleibe jetzt gerade da unten. Jetzt kommen wir zur Fragerunde. Ich wollte Sie noch auf etwas hinweisen. Das eine ist die Ziele da, spitalzukunft.sg.ch nochmal. Auf dieser Plattform finden Sie bereits unglaublich viele Informationen zu dieser Diskussion und es werden immer mehr. Es lohnt sich also auch dann und wann dort reinzuschauen. Also geschätzte Regierungsräte, werte Mitglieder vom Lenkungsausschuss, sehr verehrte Damen und Herren. Zuerst danke ich Ihnen einmal sehr für das Erscheinen. Es ist grossartig, der Aufmarsch, und mit Ihrem Dasein beweisen Sie, dass Ihre Gesundheitsversorgung im ganzen Land eben auch wichtig ist. Der Gemeinderat Wallenstadt und im Speziellen mich als Gemeindepräsident, wir machen uns grosse Sorgen über den Spitalstandort Wallenstadt. Unsere Gesundheitsversorgung in der Region Sarganserland mit über 40'000 Einwohnern ist sehr wichtig. Zudem sind im Spital Wallenstadt 440 Mitarbeitende beschäftigt und das sind insgesamt 330 Vollzeitstellen. Und Sie können sich sehr gut vorstellen, dass Spital Wallenstadt mit dem Stab an Mitarbeitenden einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region ist. Wir sind uns da in dieser Mehrzweckhalle, glaube ich, einig, dass ein Spital in einer Region sehr, sehr wichtig ist. Und wir meinen, und da sind Sie sicher auch einig mit mir, wir möchten gerne ein Spital, das den Namen Spital auch verdient. Auf keinen Fall wollen wir, dass das Sarganserland als südlichste Region im Kanton St. Gallen einmal mehr im Regenstuhl gelassen wird. Und jetzt zur konkreten Frage an Finanzdirektor Benjamin Würth. Wenn es in Wallenstadt kein Spital mehr sollte geben, verlagern sich Patientenströme höchstwahrscheinlich nach Chur. Dazu ein Beispiel. Wenn ich eine Blinddarmoperation machen müsste, kostete rund 8'000 Franken. Und ich würde dann gezwungenermaßen auf Chur gehen. Und die ganze Wertschöpfungskette ging verloren, respektive sie würde abfliessen ins Bündnerland. Zudem, und das haben wir schon mehrmals gehört, finanziert die Blinddarmoperation der Kanton St. Gallen mit 55%, und das sind 4'400 Franken, in Form von Steuergeldern, die dann nach Chur abfliessen. Herr Regierungsrat,
Wie lässt sich so etwas in einem Land, wo der Föderalismus gross geschrieben wird, verantworten? Ja, geschätzte Damen und Herren, ich glaube, die Frage vom Herrn Gemeindepräsidenten ist sehr wichtige, sehr zentrale Frage. Vielleicht zuerst der Gedanke nochmal von der Finanzierung. Nochmal, wir zahlen Leistungen, wie es vorher gesagt worden ist. Und es ist so, die Patientenleistungen, die sind nicht nur innerhalb vom Kanton, die sind auch außerhalb vom Kanton. Für uns hier ist das Problem, nicht, oder wir haben nicht die Absicht, irgendwie sparen, die 500 Millionen, die ich vorher gesagt habe, oben runterzubringen. Das ist auch gar nicht möglich, weil die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen, die wird ohnehin immer da sein. Das ist ja klar. Die Leute werden nicht einfach weniger krank oder haben weniger Unfälle. Das ist ein anderes. Das ist eigentlich völlig klar. Da geht es bei diesem Projekt schlicht und einfach darum, dass die Unternehmen, die Spitäler wirtschaftlich so gesund sind, dass sie auch Investitionen finanzieren können in medizinische Infrastruktur, in bauliche Infrastruktur und dass sie kein Defizit fahren. Was passiert, wenn sie Defizit haben? In einem Unternehmen kennen sie das. Vielleicht haben sie Reserven. Dann können sie mal noch die Reserve beziehen. Wenn Sie aber über mehrere Jahre immer die Reserve beziehen müssen, dann ist irgendwann Ihr Eigenkapital aufgebraucht. Dann sind Sie im Grunde genommen pleite. Und mit dem Projekt geht es schlicht und einfach darum, dass man diesen Zustand verhindert. Ich glaube, diese Verantwortung müssen wir wahrnehmen. Und natürlich, es ist so, dass es Veränderungen gibt, dass Patientenströme sich auch verlagern. Allerdings, und da hat der Verwaltungsrat in seinem Konzept ausgewiesen, ist es nicht so, dass man mit dem Vier-Standorte-Konzept grosse Verlagerungen werden haben. Das hat man untersucht. Und was auch wichtig ist, geschätzte Damen und Herren, das ist jetzt in der Parlamentarischen Kommission, die sich eben dem Thema auch annimmt, uns sehr auch ans Herz gelegt worden, denken kantonsübergreifend. Hört auf, nur einfach an den Kantonsgrenzen nachdenken. Und ich glaube, da müssen alle Kantone auch über den Schatten springen. Es kann in der heutigen Zeit nicht einfach darum gehen, nur innerhalb der Kantonsgrenzen zu denken. Die neue Spitalfinanzierung hat eigentlich die Absicht gehabt, die Kantonsgrenzen durchlässiger zu machen. Ich gebe aber zu, aufgrund der finanziellen Anreize hat sie zum Teil die gegenteilige Wirkung gehabt. Die zweite Frage steht dem Jörg Stopp, dem Präsidenten der Talgemeinschaft, zu. Wir haben uns dazu auch vernehmen lassen als Talgemeinschaft. Und ich möchte mal einfach auf den Punkt bringen und zusammenfassen, was die Erwartungshaltung der Bevölkerung vom Sarganserland ist. Die Bevölkerung möchte eine zeitgemäße, eine moderne, aber auch eine ortsnahe Gesundheitslösung. Ein Spital Wallerstadt als Akutspital mit einer Notaufnahme und stationären Betten, eben ein Spital. Geschätzte Damen und Herren, was wir nicht brauchen, wir brauchen keine Abspeiselösung in Form von privaten Gesundheitszentren oder von weiteren, zum Beispiel Geriatriezentren. Im Ernst, geschätzte Damen und Herren, was wir als Bevölkerung, was uns Mühe macht, ist zu erkennen, dass wir in St. Gallen Universitätsspitäler haben und die Landbevölkerung wird mit Pflästerli-Lösungen abgespissen. Dafür haben wir kein Verständnis. Spital Wallerstadt ist gemäss von den von Ihnen analysierten Fallzahlen eigentlich kein Fall zur Schliessung. Spital Wallerstadt steht eigentlich absolut überlebensfähig da. Was uns in den letzten Wochen und Monaten sehr zu denken gegeben hat, ist, dass wir erkannt haben, wie despektierlich und wie tendenziös negativ gegen Spital Wallerstadt in den
Spitalregion Rital, Werdenbergser Ganserland argumentiert und integriert worden ist. Sie reden von Ergebnisoffenheit. Es geht ein Prozess noch über rund 2 Jahre, bis 2020, wie wir gesehen haben. Und trotzdem möchten wir einmal sehen, dass wir nicht mehr einfach wegschauen, sondern dass wir aufs Schaffen von vollendeten Tatsachen verzichten. So kann man einen Baum nämlich auch fällen, indem man jede Woche einfach eine Wurzel abschneidet. Die Allgemeinschaft zur Ganserland Wallensee wird zusammen mit der Bevölkerung in jeder sich bietenden zweckmäßigen Form für den Erhalt des Spitals sich einsetzen. Selbstverständlich sind wir offen auch für Veränderungen. Meine Frage geht an Herrn Dr. Sennhauser. Ich möchte heute Abend gerne und auch die Anwesenden wissen, wie stellen Sie ab heute sicher, dass die unsäglichen Intrigen gegenüber vom Spital Wallenstadt abgestellt werden? Danke vielmals. Vielen Dank für die Frage, wo ich gerne darauf eingehe. Vielleicht noch ein Wort zu eurem Grundanliegen. Das ist genau, und das deckt sich, da habe ich hundertprozentig Verständnis, eine zeitgemäße, moderne, wohnortnahe Versorgung. Das ist oberste Prämisse. Wir sind vom Verwaltungsrat nicht dahergegangen, wie schliessen wir Spitäler, sondern genau die Frage der Teilgemeinschaft, wohin geht die Entwicklung, was braucht es, um genau diesen Kriterien gerecht zu werden. Und mit der Entwicklung, den Innovationen, den neuen Möglichkeiten, rein fachlich, primär nicht finanziell, sind wir dann nach Prüfung von verschiedenen Varianten auf die 4-Standort-Varianten gekommen, die wir jetzt vertieft mit Alternativen noch vergleichen tun. Wir hätten rein finanziell gesprochen andere Varianten, die noch viel günstiger wären. Aber das macht keinen Sinn. Wir müssen ja politisch machbare Lösungen, die der Bevölkerung gerecht werden können und tun, vorschlagen. Also das vielleicht zum Ersteren. Zum Intrigen. Ich gehe dieser Sache nach. Herr Stopp, das dürfen Sie voll davon ausgehen. Mir ist es nicht bekannt. Nicht bekannt. Wenn Sie Intrigen meinen, dass man bereits gewisse Sachen reduziert, dann sind das notwendige betriebliche Massnahmen, die die Unternehmungen aus einer Verantwortung heraus treffen müssen, um qualitativ eine sichere Versorgung jetzt anzubieten, während dieser Entscheidungsphase, wohin geht die Zukunft. Bevor wir eben 2020 die Botschaft an den Kantonsrat geben können, dann wird 2021 vielleicht dann im Kantonsrat entschieden, und erst dann sind wir befugt, legitimiert, demokratisch abgestützt, allenfalls einen Standort aufzuheben und neu auszurichten. Also da geht es um die Fairness von dem Betrieb, dass es der Bevölkerung in dieser Wartephase eine gute Versorgung kann sicherstellen kann. Aber wenn das Intrigen sind, da würde ich mich dagegen wehren. Das ist nicht korrekt. Herr Stopp, ich gehe der Sache nach. Gut, jetzt hätten wir Raum für weitere Fragen. Gehen Sie Handzeichen. Müssen Spitäler eigentlich immer Gewinn machen? Und meine Frage ist, wenn der Versicherungsmensch, wie wir das vorhin gesehen haben, mit 45% die Spital seine Kosten zahlt und der Kanton den Rest, es ist immer noch so, dass der Kanton von uns Steuerzahlern finanziert wird. Also ist es doch eigentlich immer noch so, dass wir als Bevölkerung den gesamten Spitalbetrieb finanzieren. Und das wäre jetzt meine Frage, müssen Spitäler heutzutage eigentlich wirklich wirtschaftlich, muss es immer auf Kostenreduktion, muss es immer auf Gewinnoptimierung aus sein oder geht es nicht ganz einfach so? Da hat der Kanton, da hat unser Staat, da hat das ganze Land eigentlich die Verantwortung für uns zu sorgen, weil wir zahlen den Staat ja immerhin noch. Ne? Also die Frage ist, muss Spital Gewinn machen?
Der Finanzminister hat das Mikrofon. Ja, also ich habe vorher ausgeführt, wir zahlen heute Leistungen. Wir sind gleichzeitig auch Eigentümer von unseren Spitälern. Das ist die zweite Funktion, die der Kanton hat. Oder? Neben dieser Finanzierungsfunktion ist er auch noch Eigentümer. Dann gibt er den Spitälern auch Darlehen. Das ist eine Finanzierungsfunktion, das ist die dritte Funktion. Und dann hat er noch eine vierte Funktion, nämlich dort, wo es um den Erlass von der Spitalliste geht. Die Spitalliste legt fest, welche Anbieter für uns, die Bevölkerung, Leistungen können erbringen und abrechnen. Jetzt, wenn wir, ich komme jetzt zu der Rolle, die wir als Eigner haben von diesen Unternehmen, wir sind ja nicht eine Aktiengesellschaft, oder? Es gibt ja auch Privatspitäler in der Schweiz, die haben Aktionäre und die Aktionäre, die erwarten die Rendite auf ihren Investitionen. Das ist nicht die Rolle, die der Kanton hat, so tun wir nicht die Spitäler unterstützen. Das möchte ich hier ganz klar sagen. Die Spitäler müssen nicht Beiträge abliefern in den Staatshaushalt. Das ist nicht die Idee. Aber die Spitäler müssen ihre Rechnungen können finanzieren. Und da ist eine Herausforderung mit dem Blick in die Zukunft, dass man eben auch investieren muss, dass man auch wirtschaftlich so robust sein muss, dass man Entwicklungen, die es im Gesundheitswesen gibt, denken Sie an die ganze medizintechnologische Veränderung, die einfach stattfindet, tut, wo man ja auch profitieren davon, wo man merkt, wie toll heute Medizin unterwegs ist. All das muss eben auch finanziert sein. Und darum müssen die Spitäler nicht wegen dem Kanton, sondern wegen der Finanzierung von dieser Zukunft, müssen eben auch genügend Gewinn machen für sich selber, für die Zukunftssicherung. Das ist uns ganz wichtig. Also wir sind sicher nicht so unterwegs wie ein privater Aktionär. Und darum, Sie, um Ihre Frage auf kurz zu beantworten, Sie müssen nicht Gewinn machen, um irgendwelche Aktionäre oder den Kanton zu bedienen, sondern Sie müssen anständige Überschüsse machen, um für die Zukunft können Finanzen bereitzuhalten, für die Investitionen, für die technologische Entwicklung. Darf ich da noch ganz kurz etwas ergänzen? Was der Herr Würth jetzt angesprochen hat, das sind die stationären Finanzierungsquellen für das Ambulante. Und Sie haben gehört, es wird immer mehr ambulant gemacht. Dort zahlt man nur über Prämien. Das ist der TARMET, das ist der ambulante Tarif. Dort zahlt der Kanton kein Pfennig an die ambulante Betreuung, sondern das ist die stationäre. Also betrieblich sind wir darauf angewiesen, einen Überschuss, ein Ergebnis, ich rede bewusst vom Ergebnis, wenn man mit den Investitionen und den Zukunftsabsicherungen eine schwarze Null schreibt, sind Betriebe zufrieden. Also wir müssen nicht Gewinn abliefern, aber wir müssen uns selber Zukunft sichern. Ambulant, wo wir keinen Beitrag haben vom Kanton, nur über Tarife, und Sie haben gehört von der Frau Hanselmann, dieselben Tarife gehen oben ab. Wir müssen immer mehr ambulant machen, vorgeschriebenerweise, sonst kommen wir gar keinen Pfennig über. Also ein Leistenbruch beispielsweise, dürfen wir gar nicht mehr den Patienten aufnehmen, dürfen wir nur noch ambulant machen. Wenn ich Ihnen vorher zugelassen habe, dann ist jetzt so, dass wir den Umbau vom Spital Grabs, dass das Abschreibungen braucht und wir mit einem Abbau der Leistungen zu Wallenstadt das finanzieren müssen. Das habe ich aus Ihren Zielen vorher herausgelesen. Meine Frage ist aber eine andere zur inneren Medizin. Wie entwickeln sich da Zahlen im Spital Wallenstadt? Ich habe Ihnen zeigen, die Pflegetage auf der einen Seite und die Aufenthaltsdauer. Das ist etwas stabil. Also internistisches ist etwas stabil. Ich schaue und höre vom Dr. Krippa, der für die alle drei Spitäler departemental für die Chefarzt, die drei verantwortlich ist, die sind stabil, internistische. Von denen fragen Sie, oder? Die internistischen, nicht chirurgischen Kasuistiken, nicht geburtshelferischen Kasuistiken, die sind stabil. Sie haben vorhin vermehrt angetönt, dass die Spitäler vermehrt in einem wirtschaftlichen Umfeld agieren müssen.
Konkurrenzwettbewerb. Haben Sie nicht Angst, dass es zu einer gewissen Kannibalisierung kommen kann, wie St. Gallen mit Abstand der grösste Spital ist und dass sich der dann im Prinzip besser entwickelt zulasten der kleinen Regionalspitäler? Die Frage geht eigentlich an den Gesamtlenkungsausschuss. Darf ich da vielleicht mal eine erste Antwort versuchen? Herr Baumann, ich bin sehr froh um die Antwort, dass ich mal noch etwas sagen kann zum Kantonsspital. Wir könnten heute bereits in verschiedenen regionalen Spitälern Qualität und Sicherheit nicht mehr anbieten, wenn wir nicht das Kantonsspital hätten, wo im Netzwerk, und ich habe auch gesagt, das Netzwerk sind seit ein paar Jahren in der Onkologie, in der Radiologie, in der Chirurgie, in verschiedensten Gebieten etabliert worden, um quasi mit Zentrumsleistung auch in den Regionen können zu wirken, dank, ich sage dem, so einer Art Nabelschnur aus dem Zentrum in die Peripherie. Ein Beispiel: Wenn Sie in Lind oder wo auch immer im Kantonsgebiet mit Herzschmerz, Brustschmerzen, Verdacht auf Herzinfarkt in den Krankenwagen einsteigen, wird das Elektrokardiogramm, die Herzstromkurve, abgeleitet, im Kantonsspital beurteilt, braucht es allenfalls sofort einen Herzkatheter, um ein Schirmlein zu bauen oder einen Stent, um ein Gefäß wieder offen zu machen, dass die Sauerstoffversorgung vom Herzmuskel sichergestellt ist. Ist allenfalls ein Katheter nötig, dann geht der Krankenwagen direkt auf St. Gallen und sonst bleibt es in den Regionen. Um möglichst, was in den Regionen kann, gut gesichert gemacht werden, auch in den Regionen behalten kann werden. Für Sterilisationen, für Onkologie, überall haben wir die Netzwerke, um Zentrumsqualität auch in den Regionen so fern und möglich anzubieten. Also es ist gerade umgekehrt. Das Kantonsspital hat zum Teil eine Last, die es mit Freude trägt, in dem Koordinationsausschuss mit allen CEOs von allen vier Spitalregionen, damit man kantonal im Netzwerk gute, ihnen gerecht werdende Versorgung anbieten kann. Wo ist die nächste Frage? Da vorne. Oder wir haben jetzt immer über das Projekt gehört und Bauten und was das alles kostet. Aber überall schafft ja Personal. Und seit man weiss, woher die Reise plus minus irgendwann gehen kann, verunsichert es hier natürlich in Wallenstadt nicht nur die Region, sondern eben auch das Personal. Wir haben aber auch gehört, dass man versucht, ja da die Leistung weiter aufrechtzuerhalten. Wie garantieren Sie jetzt, dass da einerseits das qualifizierte Personal bleibt, vor allem aber auch das Kaderpersonal, das es braucht dazu, denn wenn ich hier arbeite und nicht weiss, woher die Reise geht, dann suche ich mir da früher oder später einen anderen Arbeitsplatz. Und so kann man natürlich ein Spital auch aushungern und damit eigentlich auch den Beweis erbringen, dass man es ja hier gerne nicht braucht. Herr Solenthaler, vielen Dank. Das ist uns auch eine Riesensorge. Wir würden... Ja, Sie mögen lachen, es ist effektive Sorge. Ich stand da und stand zu meiner Aussage. Und ich muss Ihnen gestehen, von dort her wären wir von den Spitälern froh, wir könnten schneller agieren, weil diese Länge von Unsicherheit ist erst recht eine grosse Belastung, wenn man nicht weiss, wo habe ich übermorgen, in welcher Form, wo mein Arbeitsplatz. Das ist ein Thema, das jetzt auch sorgfältig geprüft wird vom Verwaltungsrat, weil ich kann es. Ich stand da als Vertreter von den Unternehmen und da damit von den Mitarbeitenden. Die Verantwortung haben wir, die nehmen wir auch wahr. Das kann ich Ihnen so sagen. Bereits Ende der 90er Jahre hat man über Spitalschliessungen geredet. Die sind im Raum gestanden und gegen die Bevölkerung erfolgreich sich gewehrt. Mit der Strategie Quadriga und nachher Quadriga 2 Plus ist dann die ganze Spitalschliessungsdiskussion weg gewesen. Und zwar dank der Regierungsrätin Heidi Hanselmann. Sie hat Ruhe und Vertrauen in die Spitallandschaft gebracht. Sie hat auch die Struktur vom Spitalverbund sorgfältig und vernünftig weiterentwickelt, zugunsten von uns Menschen, vor allem auch im ganzen Land. Und dafür sind wir ihr dankbar. Es ist klar, es gibt Veränderungen, das ist bereits auch angetönt worden,
Aber jetzt hat man wieder den Eindruck, Spitalschliessungen oder Abbau von Leistungen, bis dann einfach der Schlüssel muss gedreht werden, und das betrifft vor allem das Spital Wallenstadt, das ging wieder genau in diese Richtung. Vom Herrn Sennhauser habe ich den Eindruck bekommen, es ist eine rein betriebswirtschaftliche Sicht, volkswirtschaftlich, eine Bedeutung ist nie herum. Und wir wissen alle, dass das Spital Wallenstadt auch eine sehr grosse volkswirtschaftliche Bedeutung hat für das ganze Land, nicht nur für die Grundversorgung. Ich habe eine Frage zum Regierungsrat Marc Mechler. Ich möchte ganz kurz zitieren aus dem Protokoll von der vorberatenden Kommission, wo es um die Bauvorlage vom Spital Wattwil gegangen ist. Da hat er gesagt, die FDP sei für Eintreten auf diese Vorlage, man befinde sich in einer strukturschwachen Region, die Institution habe eine wirtschaftliche Bedeutung und schaffe Arbeitsplätze und stelle Ausbildungsplätze zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund, dass es sich um eine strukturschwache Region handle, stimme die FDP der Vorlage zu. Man dürfe dazu stehen, dass hier gewisse regionalpolitische Aspekte eine Rolle spielen. Das könnte man eins zu eins auf das ganze Land übertragen. Auch wir sind eine strukturschwache Region. Und meine Frage ist, stehen Sie heute noch zu Ihrer Aussage vom 2014? Ja, zu dieser Aussage stehe ich noch. Die Frage ist auch gestellt worden in Wattwil und ich beantworte sie gleich, wie sie in Wattwil habe. Ich stehe dazu. Wir werden, und da hat Frau Hanselmann aufgezeigt, in dem ganzen Projekt, wo wir ja jetzt drin sind, auch aufzeigen, was sind die volkswirtschaftlichen Bedeutungen der Spitäler. Und mir ist so nicht klar, ein Spital Wallenstadt, aber auch ein Spital Wattwil hat arbeitsplatzmässig eine sehr hohe Bedeutung. Und ich glaube, da sind wir uns im ganzen Lenkungsausschuss, aber auch in der Regierung sind wir uns dem bewusst. Trotzdem dürfen wir aber nicht so tun, wie all die Veränderungen, die Frau Hanselmann aufgezeigt hat, an uns spurlos vorbeigehen. Und die wesentliche Frage, die wir jetzt dann beantworten müssen, zusammen mit dem Kantonsrat, ist über das Angebot, das wir hier in Wallenstadt noch haben. Es wird wahrscheinlich Veränderungen geben, aber was wir am Schluss hier machen müssen, das wissen wir heute noch nicht. Das haben wir auch gesagt, es sind noch keine Lösungen definiert worden. Wir werden auch hart mit dem müssen ringen, da sind wir uns überzeugt. Es wird keine einfache Entscheid wahrscheinlich geben, das nehme ich jetzt vorweg. Und wir werden das sehr genau überlegen. Und selbstverständlich hat Wallenstadt Bedeutung, das Spital Wallenstadt hat eine Bedeutung, regionalpolitisch und volkswirtschaftlich. Er hat vorhin angesprochen wegen der Information vom Krankenwagen direkt ins Spital. Was sagen Sie zum Management vom Spital Wallenstadt, wenn ein Patient fast 8 Tage im Spital liegt, das geht nicht, er wird verlegt mit dem Krankenwagen und wird wieder nichts gemacht, weil sie keine Unterlagen haben. Nach 8 Tagen hat die Reha-Klinik endlich die Unterlagen bekommen im Spital Wallenstadt. Dann hat man das beanstandet. Dann hat er gleich, der das veranlasst hat, hast du gleich Qualitätsmanager gesehen. Oder? Also das kann einfach nicht funktionieren so. Das Gleiche ist die Valenz. Dort hat das Qualitätsmanagement die ganzen Unterlagen an eine fremde Person gegeben. Und dort haben zwei fremde Personen, die mit dem nichts zu tun hatten, haben das beurteilt, entschieden, in Ordnung, korrekt, separat geschrieben, vom Spital Wallenstadt, Management und wie das Zeug alles heisst, ist nichts, wenn ihr einfach ein Schreiben kommt mit dem letzten Satz drin. Nachhinein müssen wir sagen, zu früh in die Reha-Klinik gesandt worden. Das ist eine Antwort vom Qualitätsmanagement Wallenstadt. Und ich hoffe, dass das nicht so weitergeht. Denn ich bin für das Spital Wallenstadt. Aber so kann es nicht gut schieren. Ja, geschlossen. Wer kann zu dem Fall etwas sagen? Billy? Ich tue Ihre Frage gerne beantworten. Das heisst, Sie haben eigentlich einfach eine Feststellung gemacht, wo Sie geschildert haben, was Sie erlebt haben. Das bedauern wir sehr.
Wenn wir jetzt das so hören, das kann ich Ihnen wirklich versichern, das tut uns auch leid. Das sollte nicht so sein, wie Sie das geschildert haben. Und wir werden das auf jeden Fall mitnehmen und mit der Geschäftsleitung das besprechen. Und selbstverständlich, wenn Sie das Qualitätsmanagement erwähnen, wird das auch mit der Qualitätsmanagerin und Qualitätsmanager besprochen. Danke für Ihre Anregung, für Ihre Kritik. Wir nehmen sie gerne entgegen und schauen, was wir verbessern können. Soweit ich orientiert bin, gibt es für dement Kranke, also Leute, die nachher ins Spital müssen, noch gar keine Versorgung im Kanton St. Gallen. Das wäre jetzt doch Beispiel etwas, das man zu Wallenstadt einbringen könnte. Es ist nämlich gleich weit von St. Gallen auf Wallenstadt und zurück. Und darum könnte man auch zu Wallenstadt neben dem Valentin Rehli andere Spezialaufgaben erfüllen. Man hat ein wunderbares Spital, wenn man es noch ein bisschen vielleicht könnte ausbauen. Danke. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass genau da in dem Teilprojekt Alternativen, das ich aufgezeigt habe, wo erarbeitet wird, wo man überlegt und schaut, was und welche Angebote will man und kann man in Spitälern anbieten, die schauen wir an. Entschieden ist noch nichts. Und die werden jetzt angeschaut. Das läuft parallel dazu, zu dem Grobkonzept, das der Verwaltungsrat ausschafft. Also da werden ganz verschiedene Varianten werden überprüft. Und da ist auch etwas, wo man mitdenkt. Was mich sehr stört an dieser ganzen Diskussion ist eigentlich, dass man Kosten gesamtheitlich über die Spitalregion anschaut, aber von der Situation aus mit Wallenstadt Spital ziemlich klar zeigt, das ist ein betroffenes Spital. Und dann redet man von Projekten, die man jetzt anschaut, mit einem Lenkungsausschluss und so weiter, wobei ich aus dem ganzen Kontext nicht sehe, welches Spital wie rentabel und so weiter ist, wie die Kosten wo abfließen. Aber klar ist, welche Spitäler sind betroffen, mehr, welche weniger. Und für mich als Projektleiter, ich leite ein Projekt, wäre eigentlich eine Gesamtsicht wichtig und nicht einfach partiell dann das anschauen, was man schon im Voraus fast entschieden hat. Ich habe hier die Frage, tut man wirklich eine saubere Gesamtsicht hier in die Projekte hineinlegen und das sauber auflegen? Oder ist das eigentlich jetzt schon klar, welche betroffen sind? Nein, die Gesamtsicht die wird verfolgt. Das ist da, was ich versucht habe aufzuzeigen, dass die Aufgabe jetzt ist, von dem Lenkungsausschuss den Blickwinkel breit zu machen, über die gesamten Regionen, über den ganzen Kanton, gesundheitsversorgungsmässig das anschaut, volkswirtschaftlich das anschaut, finanzpolitisch das anschaut und dann anhand von verschiedenen Varianten die Möglichkeit hat, zu entscheiden. Also da darf ich Ihnen da auch so mitgeben, es wird aus einem gesamtkantonalen oder aus einem Gesamtblickwinkel wird das Ganze angeschaut. Wenn ich auch noch ergänzen darf, ich habe Ihnen auch dargelegt, wie es auch weitergeht. Es wird ja nachher eine vorberatende Kommission geben, die das behandelt. Die gibt es übrigens schon, die vorberatende Kommission. Und dann wird auch eine Diskussion im Kantonsrat sein. Und Sie können versichert sein, dass sowohl die vorberatende Kommission wie aber der Kantonsrat uns diese Fragestellungen sicher wird stellen. Haben wir Alternativen geprüft? Wenn wir das allenfalls nicht gemacht hätten, dann bin ich überzeugt, was wir heissen, würden das Geschäft zurückweisen. Dann müssen wir nochmal über die Bücher gehen. Das wissen wir, dass das wird der Fall sein. Und deshalb tun wir das sicher ganz seriös prüfen. Und für da haben wir ja das Teilprojekt Alternativen, Teilprojekt 4, wo Frau Hanselmann auch dargelegt hat. Also da können Sie wirklich versichert sein, dass wir das machen. Aber weil wir das machen, brauchen wir auch Zeit. Und da ist ein bisschen das Problem, wo der Herr Solenthaler vorhin vorgestellt hat. Ja, da kann man ja quasi auch ausblüten, quasi in Standort. Da haben wir wirklich das Problem, dass natürlich die politischen Prozesse, die wir jetzt lostreten müssen, die wir am Schluss bis zum Kantonsrat haben müssen, einfach seine Zeit brauchen. Und da ist in der Tat ein Problem, das wir haben.
Und das ist auch ein Problem für alle Angestellten. Da habe ich grosses Verständnis, dass es da riesige Unsicherheit gibt. Aber wir brauchen die Zeit, um die Vorlage seriös auszuarbeiten, Alternativen zu prüfen und am Schluss eben auch den Kantonsrat ins Boot nehmen für die Lösung, die man nachher unterbreitet. Ich habe eine Frage im Zusammenhang mit dem Datenschutz. Im Kantonsrat läuft nämlich und jeder kann sich unter dem Datenschutz neue Gesetz verstecken. Das macht vermutlich auch die holde Weiblichkeit da vorne. Danke. Dann habe ich eine Frage zusätzlich. Als ehemaliger Verehr haben wir ja Sanitätsleute und da ist ein Waffenplatz. Müssen wir die nicht auch einbeziehen? Amen. Ja, geschätzter Herr Gott, also das Datenschutzgesetz, das ist jetzt im Kantonsrat, da hat die Regierung jetzt zugeleitet, da wird es eine Diskussion geben. Und ich kann Ihnen einfach Folgendes sagen, der Datenschutz wird ziemlich stark ausgebaut. Es ist nicht so, dass er abgebaut wird, er wird ausgebaut. Auch die Rechte der Betroffenen werden deutlich gestärkt. Wenn Sie sich in diesem Zusammenhang ungerecht behandelt fühlen, dann haben wir auch eine sogenannte Datenschutzfachstelle, die unter anderem auch dazu da ist, um ganz konkrete Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen. Sie müssen sehen, und das möchte ich Ihnen mitgeben, für uns im Sarganserland gibt es zwei Institutionen, die wichtig sind, wo wir sehen, wir sind im Kanton St. Gallen, das ist die Kantonsschule und das ist das Spital. Ich anerkenne dem Verwaltungsrat, es gibt ein Problem und wir müssen ergebnisoffen Spital für Spital anschauen. Aber lassen Sie uns das Spital im Sarganserland. Ich bitte Sie, wenn Sie meine Emotionen spüren wollen, und die gebe ich Ihnen heute mit, wenn Sie das Spital schließen, dann verändert das was in mir und ich glaube in ganz vielen anderen Menschen auch. Wir werden eine andere Haltung zum Kanton haben. Und es ist Ihre größte Aufgabe als Regierungsräte, nicht nur nach der Bietermarsch zu schauen, sondern nach dem Gesamtkanton zu schauen, nach dem Zusammenhalt zu schauen. Ich habe Sie alle gewählt und ich schätze Sie. Und meine Frage an Sie ist, wollen Sie, dass ich Sie weiter wähle? Danke. Die Frage ist jetzt, ob sich jemand traut, Nein zu sagen. Dass das kein einfacher Prozess ist, dass das schwierig ist, dass es angenehmere Anlässe gibt, wo man Positives und Neues und Investitionen kann verkünden kann, dann können Sie uns abnehmen. Das ist nicht ganz einfach. Aber es ist unsere Aufgabe, dieser Verantwortung sich zu stellen und ich bin darum froh, dass man heute Abend in diesem grossen Kreis die Diskussion vernünftig, sachlich führen kann. Wir nehmen die Emotionen mit, Thomas. Da kannst du ganz versichert sein. Wir spüren und wissen, dass das Gesundheitswesen letztlich etwas ist, das den Leuten am Herzen liegt. Ich bin persönlich seit über 20 Jahren in diesem Kanton politisch tätig. Und es ist nicht die erste gesundheitspolitische Diskussion, die wir haben. Aber es ist eine Diskussion, die wir heute führen, wo die Leute auch sehen, dass der Wandel muss gestaltet werden muss, wenn wir in der Zukunft auch nachhaltig gesunde Strukturen haben wollen. Das nehmen wir auch mit von diesen Anlässen, dass ganz viele Leute auch verstehen, dass es Veränderung braucht, dass Status quo keine Option ist. Das müssen wir auch ganz klar auf den Tisch legen. Darf ich auf das Argument regionaler Ausgleich eingehen, weil da ist insbesondere gerade mir als Bauchef ein ganz wichtiges Anliegen. Und ich höre es auch immer natürlich in sämtlichen Regionen, wo ich mich befinde, gibt es Infrastrukturvorhaben, die die entsprechende Region natürlich will. Und ich glaube, der Kanton St. Gallen zeigt sich wirklich aus, dass man die einzelnen Regionen müssen und aber auch tun, entsprechend mit Infrastrukturen durchaus auch den beglücken. Und ich glaube, der Kanton St. Gallen hat in der Vergangenheit immer dem Aspekt eine grosse Beachtung geschenkt. Ein Stichwort erlaube ich mir noch hier rein. Und es ist angesprochen worden. Du hast gesagt, es gibt zwei wichtige Institutionen.
Eins ist Spital und die zweite Institution ist Kantonsschule. Ich würde noch so gern die Kante endlich bauen. Wir warten seit Jahren. Selbstverständlich gibt es Rekursmöglichkeiten. Wir sind in einem Rechtsstaat und jeder, der das macht, darf das auch machen. Aber wir würden gerne bauen seitens Baudepartement. Und wir haben auch in verschiedenen anderen Bildungsbauten, schauen wir immer auf den regionalen Ausgleich. Wir kommen jetzt mit einer Vorlage, ich hoffe, dass ich das durch die Regierung bringe, Campus Wattwil, wo es auch darum geht, die Kantonsschule zu erneuern, dort mit dem BWZ. Also da ist die Regierung wirklich, Thomas, ein ganz grosses Anliegen und sie gibt dem auch immer wieder eine grosse Bedeutung. Gerade bei den Infrastrukturen merke ich das natürlich immer wieder. Chancengerechter Zugang in den Regionen, da ist eine Philosophie, die bis dahin die Regierung auch immer in all diesen Jahren mitgedacht hat und das soll auch so bleiben. Darum haben wir jetzt auch den Lenkungsausschuss, wo wir auch sagen, man muss das aus diesem Aspekt ebenfalls anschauen. Man muss genau wissen, wo machen wir wenn was und den chancengerechten Zugang auch zu den Gesundheitsleistungen, der muss gewährleistet sein. Wir hatten letztes Jahr hier eine Abstimmung gehabt, wo wir entschieden haben, dass wir ein Alters- und Pflegeheim neben dem Spital machen wollen. Ich habe gehört von Herrn Sennhauser, dass man Gespräche geführt hat. Aber wenn ich eure Zeittags anschaue und unsere Zeittags anschaue, dann frage ich mich, ob wir denn nicht zu schnell sind oder eher eben zu langsam, dass man am Schluss wirklich noch Synergien schaffen bei diesem Projekt. Sehen Sie überhaupt noch Synergien? Wir sind enorm offen in beide Richtungen, dass wir gesagt haben, gehen vorwärts, sie haben einen Auftrag, sie haben eine Bewilligung, sie haben Gott sei Dank eine andere politische Achse, ihr könnt loslegen. Und selbst in dieser Phase, dass wir im Gespräch bleiben, sei es nun mit unseren Infrastrukturleuten, sei es mit unseren Unternehmensentwicklern, dass wir vorzueinander gegenseitig orientieren, informieren, was gibt es zu welchem Zeitpunkt? Allenfalls, solange wir da sind, in welcher Form auch immer, in welcher Form auch wir nachher da sind, möglichst flexibel und damit auch ergebnisoffen, was Synergien angeht, im Gespräch bleiben. Wir haben beispielsweise nächstes Jahr bereits auch wieder den nächsten Gesprächstermin zwischen den beiden Verwaltungsratsvertretungen, um einfach hier Hand zu bieten in beide Richtungen. Weil dort sehen wir effektiv Synergiepotenzial, sei es infrastrukturell, ich denke an Küche, ich denke an Support medizinischer Art, aber auch da wird es die niedergelassenen Ärzte brauchen im Gespräch, weil viele Leistungen medizinischer Art fürs Alters- und Pflegeheim können auch aus der Praxis erbracht werden. Also auch da ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Ich habe im Kopf, ich habe da letztes einmal einer Vorlage zugestimmt, wo das Spital Graps erneuern oder erneuert. Jetzt habe ich das, ohne dass ich gewusst habe, dass da die Spitalplanung im Gang ist, ja gestimmt. Ich hätte aber nein gestimmt, wenn ich gewusst hätte, dass das Spital Wallenstadt mit Graps gefährdet worden ist oder gefährdet wird. Dass es 4 Spitalregionen gibt in diesem Kanton, da ist schon längere Zeit, das hat man 2003 hat man das angefangen umsetzen mit der sogenannten Quadriga. Und mit Quadriga 2 und 2 Plus hat man nachher eine Netzwerkstrategie weiterverfolgt, indem dass man gesagt hat, man tut nicht Spitäler schliessen, sondern man tut die Leistungen zusammenlegen, damit man auch Qualität kann sicherstellen kann. Und das ist ein Prozess, der seit 2005 läuft. Und darum haben Sie heute auch auf dieser Folie gesehen, dass man nicht den Einzelstandort bewertet mit der Finanzierung, sondern die Spitalregion. Und die Spitalregion ist Altstädte, Graps und Wallenstadt. Aber in der Meinung, dass sie sich natürlich gegenseitig unterstützen.
Weil kleinere Einheiten, es ist gesagt worden von Thomas Warzinek, haben durchaus ihre grosse Berechtigung, weil sie andere Leistungen anders anbieten können. Und die Spitalregionen, also die Struktur, die ist schon seit 2003 in der Umsetzung im ganzen Kanton. Ich bin Hausarzt in Mels, wohne in Heiligkreuz. Seit 13 Jahren bin ich Hausarzt. Ich tue gerne auf aller Stadt Patienten zuweisen, zu über 80%. Unsere Kinder sind jetzt noch im kleineren Alter, sind alle zu aller Stadt auf die Welt gekommen. Ich habe dort dem Chefarzt und dem ganzen Team geschrieben, wo innere Haltung, Können und Kunst zusammenwirken, entsteht unschätzbares Gut. Das habe ich erlebt. Und ich bin natürlich in der Ausbildung früher, auch in Bern, in Zürich etc. Ich habe erlebt, wie ein kleinerer Spitäler ein Bein abgeschnitten hat. Im Kanton Bern war das die Variante. In Zürich hat man ganze Spitäler geschlossen. Ich plädiere ganz klar für eine gute Lösung. Das bedeutet ein Gesamtpaket, das komplett ist. Nicht halbe Lösungen mit das weglassen, App vielleicht nicht mal und so weiter. Ich persönlich plädiere ganz klar für die Beibehaltung vom Spitalstandort Wallenstadt, könnte aber auch mit Sargans leben. Das hat man vor 4 Jahren verpasst und auch voran. Ich bin auch nicht der Erste, der das sagt. Das ist in vielen Köpfen drin. Regierungsrat Fetsch hat das auch mal gesagt vor x Jahren. Ich finde es schade, dass man vor 4 Jahren die Diskussion nicht geführt hat. Und die Frage an Regierungsrat Würth ist, was sagen Sie 4 Jahre, wenn das Finanzierungssystem wieder ändert? Ja, das Finanzierungssystem ist vom Bund ja definiert. Wir haben dort einen beschränkten Einfluss, aber wir haben einen gewissen Einfluss. Was im Moment in Diskussion ist, ist die Frage der Finanzierung von ambulanten Leistungen, also das sogenannte Diskussion einheitliche Finanzierung ambulanter Leistungen. Das wird sich weisen, wie sich das denn präsentieren tut. Sie haben gesehen, dass ja der ambulante Teil deutlich stärker wächst als der stationäre Teil, der relativ stabil ist. Und das zeigt ja eben auch sehr deutlich auf, dass wir unsere Strukturen so anpassen müssen, dass wir auf die Veränderung bereit sind, dass wir eben ambulant top sind und aber gleichzeitig dort, wo es nötig ist, auch ein angemessenes stationäres Angebot haben. Und insofern, glaube ich, müssen wir stärker den Fokus darauf richten, was für Bedürfnisse sich abzeichnen und nicht die Struktur so legen, wie das aus Finanzierungssicht allenfalls optimal könnte sein. Die Bedürfnisse der Leute müssen im Zentrum sein. Das ist entscheidend bei dieser ganzen Strukturentwicklung. Der Neubau Krapps ist jetzt bewilligt, soll gebaut werden. Und der ist so, wie er jetzt geplant ist, nicht viel größer als das eigentliche Spital Krapps. Sei es OP-Säle, sei es Betten. Es sollen aber immer mehr Leistungen dazukommen. Es sollen dazukommen eine bariatrische Chirurgie, eine Gefäßchirurgie wird aufgebaut, eine Neuro- bzw. Wirbelsäulenchirurgie soll dazukommen. Bei 6 Operationssälen, die fast ausgelastet und fast am Anschlag sind, die Betten sind nicht wirklich mehr. Während hier in Wallenstadt ein Spital steht, das top aufgestellt ist, auch für große oder kleinere Sachen. Da ist die Frage, inwieweit ist denn da die Planung, Krapps dann noch weiter auszubauen oder wurde das überhaupt bedacht, wenn man jetzt diese ganzen zusätzlichen Fachrichtungen mit dazu nimmt. Man hat auch die Ärzte der Medik Nova aus Liechtenstein, die pleite gegangen ist, mit ins Boot geholt, was ich ja sehr begrüße. Aber die Frage ist, ist das alles in Krapps so mit diesem Neubau machbar, wie Sie sich das vorstellen? Vielen Dank, Herr Hofer, für diese Frage. Also, das sind ja grundsätzliche Fragen, jetzt nicht nur für Krapps, sondern für den ganzen Kanton. Haben wir denn genügend Bettenkapazität mit Blick in die Zukunft, so wie es der Herr Würth angesprochen hat, mit Planzahlen, was wird die Bevölkerung wachsen an ambulanten Versorgungsbedarf, an stationärem Versorgungsbedarf, an der Ambulantisierung, wo man immer mehr ambulant machen kann, was ist etwa die Bettenzahl, denn und denn. Und mit diesen Prognosen haben wir dann sehr wohl können, bereits im Grobkonzept, wo jetzt noch vertieft, aber auch geprüft wird, zeigen, dass es
grundsätzlich mit diesen vier Standorten aus der heutigen Sicht mit den Planzahlen klar langen würde an Bett, an stationärer Versorgung. Das ist einmal eine grundsätzliche Frage. Ihre andere Frage, jetzt spezifisch Krebs, dort ist natürlich eine spezialisiertere Medizin, wo natürlich der technologische Fortschritt noch schneller greifbar wird in der Spezialisierung, in der technologischen Entwicklung, wo die Ambulantisierung jetzt vom Patienten kollektiv her noch schneller durchschlagen wird, mehr ambulant, damit können wir dort Betten sparen und für neue Bedürfnisse neu verwenden. Die Zahlen, ja, eine Frage kann ich beantworten, Kapazität langt aus heutiger Sicht mit diesen Planzahlen. 2014 hat das Sarganserland und mit der Teilgemeinschaft Sarganserland-Wallensee an vorderster Front unter anderem Krebs zugestimmt. Und jetzt, auf Solidarität. Und jetzt erwarten wir eigentlich Gegensolidarität zugunsten vom Sarganserland und von Wallenstadt. Der Herr Sennhauser hat in seinem Votum gesagt, dass Patienten zu den Spezialisten geschickt werden, schon vom Krankenwagen her. Was heisst das für Wallenstadt? Ich frage Sie, wo sind in der Spitalregion zwei Departementschefs und Ressortchefs angesiedelt? Wie viele davon sind in Wallenstadt? Und abschließen möchte ich mit der Bemerkung von einem Bekannten von mir. Der hat das Spital Wallenstadt mit dem im Sommer im Spitalareal geköpften Mammutbaum verglichen. So sei es auch im Spital Wallenstadt gegangen und ging es noch. Man köpft es, obwohl man besseres Fachwissen hätte und andere Lösungen herbrächte. Wenn ich da mal eine Antwort versuche. Wir haben ja gerade jetzt in der Spitalregion 2, die sind es angesprochen, die Departementalisierung. Also der Internist, der Departementsleiter ist für alle drei Chefärzte im Kollektiv verantwortlich, dass an diesen drei Standorten eine gute, qualitative, internistische Versorgung sichergestellt wird. Dann gibt es Spezialisierung, jetzt mal nicht nur innere Medizin, beispielsweise Orthopädie oder Chirurgie. Wenn Sie ein Knieproblem haben, dann haben Sie können vor 10 Jahren zum Orthopäden gehen, gleich welcher Art, und der hat das von Kopf bis Fuß, jedes Gelenk in irgendeiner Form können betreuen. Heute fragen Sie, wo ist der beste Kniespezialist? Mit anderen Worten, können wir nicht mehr an allen Standorten in der Subspezialisierung von einzelnen Disziplinen das anbieten, was den Qualität und Sicherheit, um ihren Erwartungen gerecht zu werden, können anbieten. Das ist der eine Punkt. Geriatrie ist ein Beispiel, wo die Chefärztin von Altstädten etwa, glaube ich, 40% Pensum ungefähr in Wallenstadt ihre Spezialisierung als Geriatrin, also Spezialistin für Altersmedizin, mit der gleichen Qualität im ganzen Regionenbezirk der Spitalregion 2 an allen Standorten kann garantieren und anbieten. Also ist in dem Sinn ein Netzwerk über den Kanton, eine Vernetzung innerhalb der Region und möglichst in dieser Spezialisierung, in der Fachkräfteentwicklung der Kompetenz überall an den Standorten, wo man es anbieten kann, sicherzustellen. Ich stelle fest, für den Kanton St. Gallen, wenn man zum Rheintal abkommt, um den Gonzen herumkommt, sind wir im Drittweltland. Das Sarganserland gehört irgendwie einfach nicht zum Kanton. Für Steuern einzuziehen schon, aber für etwas zu holen und abzubringen, das ist das Sarganserland nein. Seit über 100 Jahren wären wir immer wieder vernachlässiger. Und ich sehe sie jetzt auch wieder mit dem Spital. Danke. Der Vorgänger von Herrn Umberg, der Werni Schneider, hat mir einmal bei einem Apéro gesagt, weisst, wir sind am Rand vom Rand vom Rand. Da habe ich gesagt, was heisst jetzt da? Ich komme nicht raus. Wir sind am Rand vom Sarganserland, wir sind am Rand vom Kanton und wir sind am Rand von der Schweiz. Da habe ich gesagt, Werni, das ist, glaube ich, keine schlaue Politik. Überleg du dir, was du für super Anbindungen hast. Ich war hier noch ÖV-Direktor. Es ist gerade halt Wallenstadt eingeführt worden, direkte Anbindung an Zürich. Schau du, wie die wirtschaftliche Entwicklung wirklich stattfindet im Sarganserland.
Die Zahlen kennen Sie. Ich habe zum Werni gesagt, hört auf von strukturschwacher Region reden. Er hat ein hervorragendes Potenzial. Man hat sehr viel gemacht. Und die Entwicklung dieser Region ist gut und tönt da nicht immer schlecht reden. Hat geschlossen.